Moin meine Bobby-Freunde, in diesem Video werden wir versuchen, in die verschlossene Tür im Bürgermeisterbüro einzubrechen. Wir verwenden keine Mods, wir werden versuchen, einen Glitch zu finden, um dort reinzukommen. Wenn das Ganze funktioniert, könnt ihr das Ganze auf der Xbox, auf der Playstation nachmachen, meine Freunde. Schreibt in die Kommentare, könnte das Ganze funktionieren? Klappt das Ganze überhaupt meine Idee? Leute, wir gehen rein und let's go. So, Freunde, wir werden es versuchen, ins Bürgermeisterbüro einzubrechen. Wir gucken mal, wie wir da reinkommen. Bin schon gespannt. Weil die verschlossene Tür, das muss ja irgendwas sein in den kommenden Absicht. Kommt da was? Ich will jetzt reinkommen. Das ist mein großes Ziel heute. Und ich werde keine Mods verwenden. Ich werde nur das reine Live-Spiel spielen und einen Glitch suchen, um da reinzukommen. Es muss ja irgendeinen Weg geben. Weil die Tür ist verschlossen. Man kann ein bisschen durchs Fenster gucken, meine Freunde. Suchen wir uns mal zu landen. Gehen wir das hin. Yo. Perfekt. Super. Oh, cool. Guck mal, das ist eine Uhr. Die funktioniert sogar. Warte mal. Die ist sogar richtig mit der Wappi-Zeit. Ja, nice, alles klar, sehr gut. Leute, wir können mit der Kamera ein bisschen rumspielen. Ich guck kurz mal. Irgendwo muss hier die Suite vom Bürgermeister sein. Ah, guck mal, doch, ja, guck mal, da ist ein großes Bett. Autsch, hallo? Ich möchte jetzt hin, bitte helfen Sie mir. Okay, ich glaube, der ist auf der Seite muss es sein. Auf der anderen Seite ist falsch. Ich kann auch nochmal gucken. Wie immer, das Büro vom Bürgermeister muss in der oberen Etage sein. Hier auf den oberen Dachhälfte hier. Weil wir müssen die Treppe hochlaufen, um da hinzukommen. Und der hat bestimmt da irgendwas krasses versteckt. Wir gucken mal hier rein, ob wir ein bisschen durchlurken können. Wir sehen einen roten Teppich, noch ein Bett. Aha, okay, Leute. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwann nachts einbrechen. Lass uns kurz mal das Haus hier auschecken, meine Freunde. Wow! Oh, schön, die Rüstung verloren. Auch wir sind ein Zwerg. Hallo, Zwerg. Moin. Ey, die Zwerg fand ich damals so cool, ne? Das Pad ist auch mega witzig. Okay, Leute, geht's nochmal rein. Ihr wisst ja Bescheid. Hier ist Sekretärin. Oh, Leute, wenn wir nachher einbrechen, dann dürfen wir nicht gesehen werden von der Sekretärin. Okay. Ich würde sagen, fangen unten kurz mal an und checken kurz mal die Lage aus. Also, Leute, wie könnten wir jetzt da oben reinkommen? Guck mal, hier ist nur ein Bild, ein Essenstisch. Ja, den gehen wir einmal rum. Da war auch nicht, glaube ich, hier eine 4. Ne, war auch. Ja, die Küche war hier bloß. Okay, hier ist nur eine Küche, alles klar. Okay, Leute, hier ist nicht viel zum Glitchen. Wir müssen mal gucken. Lass uns mal die Treppe hochgehen. Dam, da, dam, da, dam. Genau, und hier ist die verschlossene Tür. Vielleicht kennt ihr einen oder anderen noch gar nicht. Guckt mal hier, Leute. Ich bin in Urlaub hier drin. Bin bald zurück. Einfach mit dem Babu Woppy live hier. Mit dem Woppy. Schön mit dem Drink. Dicke Goldkette am Start. Was geht ab? Und Leute, guckt mal, die Tür kriegen wir nicht auf. Wir kommen nicht rein. Wir kommen nicht rein. Dahinter ist aber was. Wir haben ja gerade oben durchs Fenster durchgeguckt. Und wir haben da ein großes Bett gesehen. Warte mal, wir haben ein großes Bett gesehen. Noch ein Bett. Kommt man hier rein? Ja, kommt mal rein. Alles klar. Ja, das wird haben wir gesehen. Das wird haben wir gesehen von oben vom Dach aus. Alles klar. Oh, ist da ein Kleiderschrank. Das war praktisch. Wunderbar. Okay, du kannst nur nachts schlafen. Das weiß ich. Das heißt, Leute, wir müssen irgendwie da reinkommen. Aber nur wie? Leute, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Leute, hier ist ein Bett. Da war auch ein Bett. Ich glaube, wir müssen nur einen Weg finden, uns dort schlafen zu legen. Ihr wisst ja, meine Freunde, wenn man so einen Automaten grabben will oder sich irgendwo schlafen legen möchte, dann kann man so ein bisschen da durchglitschen mit ein bisschen Glück. Also wir müssen jetzt ungefähr die Position finden, wo das Bett ist. So, warte mal, meine Freunde. Also das Bett ist unter den Raum. Wir gucken kurz mal. Gehen wir einmal hier runter kurz. Hier runter, hier runter, hier runter. Und da oben ist irgendwo das Bett. Da oben muss irgendwo sein. Da oben. Okay, wir gucken mal. Kommt man da rein? Ah, ja, da, guck mal, da. Habt ihr gesehen? Oha. Ja, guck mal, du kannst... Guck mal hier, ich hier hochspringe. Du kannst um Nacht schlafen. Alles klar, guck mal, man kann es machen. Oh, das ist geil. Man kann in die Schlafen nicht da reinglitschen. Hoffentlich funktioniert's. Warte mal, hier oben ist das Bett. Es muss an der Wand stehen. Wenn du ranschwimmst, dann... Ja, ja, oh, da war es gerade, da war es gerade. Warte mal. Da war es gerade. Ja, nochmal. Ey, Anlauf nehmen, Wobby. Guck mal, die Kerzen sind da richtig, Alter. Guck mal, die sind angenagelt, die Kerzen hier, mit keiner klaut. Okay, und zack. Ah, guck mal, hier. Leute, man kann nicht schlafen. Guck mal, ich nach oben springe. Hier steht, du kannst nachts schlafen. Alles klar. Okay, Leute. Das haben wir soweit. Gehen wir kurz mal hoch. Ja, ja, ja. Leute, siehst du so, man muss sich ein bisschen mit beschäftigen, um das rauszufinden. Auf jeden Fall. Leute, das war das Bett hier unter. Auf jeden Fall. Das war es auf jeden Fall. Das muss das Bett gewesen sein. So, das heißt, das andere Bett auf der anderen Seite, was wir zuerst mit der Drohne gesehen haben, muss da vorne sein. Das heißt, müssen wir uns hier runtergehen. Wir gucken mal. Und genau oben drüber, hoffe ich, muss hier irgendwo ein Bett sein. Ist hier ein Bett? Nee, ist eine Toilette. Hier ist Toilette. Hier ist auch nichts. Interagieren, hier ist einfach nur bestimmt der Wasserhahn, oder? Oh, der Wasserhahn. Oh, baden will ich nicht gehen. Bro, auf Klo auch nicht. Hello. So, nein. Spüren nicht vergessen. Wichtig und richtig. Okay, Leute, wartet mal. Da und da. Warte, eben waren wir hier, oder? Das war der komische Essensraum. Ah, okay. Warte mal. Wir müssen, das stimmt. Eins runter. Da muss hier irgendwas sein. Hier. Hallo? Kann ich hier irgendwo schlafen? Hallo?
Hallo? Oh nein, es geht. Ich sagte, es geht nicht. Ey, bitte, ich habe euch versprochen, hier irgendwas zu finden. Es gibt's nicht. Nee, niemals. Warte mal. Oh, der Kühlschrank, Bro, bleib stehen. Hey, hier geht nichts, oder was? Warte mal, ich gehe mal auf den Herd drauf. Ist da was? Auch nicht, ist auch nichts. Alter, was ist hier? Hier, Leute, hier. Habt ihr gesehen? Warte, habt ihr gesehen? F interagieren? Hä? Warte mal. F interagieren und du kannst nachts schlafen. Hier, Leute, hier. Ich glaube, hier muss das Bett vom Bürgermeister sein. Und wenn es wirklich klappt, dann kommen wir da durch und wachen nächsten Tag in der Bürgermeister-Suite auf. Wie geil wäre das denn? Aber warte mal, ich stand aus dem F, ist unten das Waschbecken gewesen. Was war das gerade? F. Ah, Leute, guck mal, es geht. Ich bin einfach durchgelegt durch die Toilette. Das heißt, es funktioniert. Okay, Leute, da wir nachts schlafen können, werde ich versuchen, den Tacos ein bisschen rumzukriegen. Und dann werden wir im Dunkeln versuchen, ins Haus einzubrechen. Wir müssen uns auf jeden Fall ein krasses Einbrecherkostüm einfallen lassen. Die Dame hier darf uns nicht sehen. Ey, wenn die uns sieht, oh mein Gott, ich glaube, wir kriegen richtig Probleme. Ich würde sagen, Leute, wir nutzen die Zeit bis abends, nachts, um ein cooles Outfit zu kreieren. Das heißt, wir gehen zum Kleiderschrank und bis gleich. Ach Leute, da war ich jetzt zum Kleiderschrank gelaufen. Lasst mir ein Abo und ein Like am Start für coolen Videos und wilde Pommes. Teilt den Kanal mit euren Freunden, meine Freunde. So muss es sein. Und wir gehen jetzt hier rein und holen uns ein krasses, ja, wie soll ich sagen, ein Einbrecher-Outfit. Gucken wir mal, ob wir was Cooles finden. Guck mal, der sieht auch hier big getarnt aus, Alter. Guck mal. Total unauffällig, der Typ mit der Taucherbrille und Badehose. Nee, das machen wir nicht natürlich. Okay, komm, wir gucken mal. Auf jeden Fall, wir brauchen was Dunkles. Einbrecher sind immer dunkel gekleidet. Best eine Maske oder irgendwas Dunkles. Wir gucken mal. Das, die Tüte ist eigentlich auch ganz witzig, oder? Aber komm, wir wollen ja... Guck mal, das kennen wir schon. Das ist eigentlich immer noch das Coolste, glaube ich, vom Kopf her. Guck mal, so würde mich mal keiner erkennen, oder? So erkennt mich doch keiner. Wenn ich einbreche, der kennt mich doch niemals. Guck mal, den nehmen wir. Da müssten wir extrem unauffällig sein. Das heißt, wir nehmen jetzt diesen großen Zylinderhut. Wir färben alles noch in schwarz. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch was Schwarzes. Das ist genial. Guck mal, das machen wir. Ich habe es gerade nur in gelb. Machen wir es gleich in schwarz, meine Freunde. Und dann bauen wir noch eine unauffällige Hose. So schwarzer Schleim. Ich glaube, es wird ganz cool aussehen, oder? Komm, wir machen uns krass auf. Und Leute, wir machen das jetzt hier. Let's go anwenden. Auf zum Färbeshop. Ich weiß, aktuell sehe ich nicht so unauffällig aus, aber wir machen uns jetzt richtig schwarz. Alles komplett schwarz. Und wird uns gleich entdecken, werdet ihr sehen, meine Freunde. Los geht's zum Umfärbeshop. Let's go. Mit dem besten Motorrad der Welt. Juhu. Boah, da sind wir auch schon. Let's go. Yeah. Und, ja, ey, hallo. Ich werde ohnmächtig auf mein eigenes Motor. Wie schlecht ist das denn bitte? Leute, komm, wir machen jetzt komplett alles in schwarz, alles in black. Guck mal, komplett schwarz. Guck mal, alles hier. Black. Okay, guck mal, ein bisschen gelb, aber das, glaube ich, ist nicht schlimm. Und hier, guck mal, Black. Auch mal, sieht doch eigentlich gleich mal schlecht aus. Alter. Also, ich würde mich nicht erkennen. Würdet ihr sagen, das ist wie eine Pommes? Ich glaube nicht, oder? Let's go. 20 Dollar kannst du gerade noch so leisten. Da ein bisschen Geld. Ach, guck mal, ich aussehe einfach komplett in Black, Alter. Oha. Leute, die Zeit ist da. Jetzt können wir aktuell schlafen gehen. Und jetzt schleichen wir uns rein in das Bürgermeisterhaus. Vielleicht nehmen wir mal ein unauffälliges Motorrad. Ich muss das auf jeden Fall ein bisschen davor parken, bevor da unauffällig irgendwie rankommen. Ich darf keiner sehen. So, warte mal, wo ist das Bürgermeisterhaus? Da vorne war das doch, oder? Warte mal, hier schon. Da vorne, alles klar. Mein grünen Licht bin ich ziemlich auffällig. Warte mal, Leute, wir müssen die Gasse fahren. Warte mal, ich fahre mal hier mit rein. Ja, hallo, ich bin ganz unauffällig. Ja, ich habe mich ein bisschen X-Liste angezogen. Ist aber modern und cool, ne? So, dann kommt schnell parken, let's go. Und jetzt müssen wir uns ganz langsam anschleichen an das Bürgermeistergebäude, let's go. So, gucken, ob keiner guckt hier, keiner da. Nein, schnell rüber, schnell. Hinlegen, zack. Wir laufen schnell. Schnell, komm. Okay, einmal hier schnell vorbei. Schnell rein in den Brunnen, schnell. Und komm, schnell. Ja. Okay, Luft ist rein. Zwerg, du hast mich nicht gesehen. Oh. Okay. Und jetzt müssen wir uns ganz vorsichtig anschleichen, meine Freunde. Alles cool. Ja. Alright, jetzt müssen wir uns ganz langsam an der Sekretärin vorbeischleichen. Boah, ich hoffe, die schlägt keinen Alarm. Bitte, Leute, keinen Alarm. Okay, ich glaube, die blinzt ganz kurz. Und schnell rein. Oh, okay, sie hat das nicht gesehen, Leute. Das ist super. Rein da.
Oh mein Gott, wir sind drin. Wir sind drin. Oh mein Gott, das ist geil. Okay, Leute, warte mal. Jetzt sind wir hier drin. Wir haben jetzt gesagt, hier ging es zu den Gästezimmern. Ne? Das wollen wir jetzt auf keinen Fall. Wir müssen zu der Küche gehen. Das Ganze unauffällig. Unauffällig, okay, ja. Oh, Mann, mach dich so einen Lärm. Woppi, woppi, woppi. Leise. Leise. Okay, warte. Und renn. Oh, es hat funktioniert. Alles klar, wir sind da, wir sind da, wir sind drin. Wo nicht entdeckt, Leute. Jetzt kommt der wichtigste Moment hier, den wir gerade haben im Video. Können wir jetzt mit diesem Glitch im Bürgermeisterbüro aufwachen? Ja oder nein, Leute? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Komm, let's go. Komm, ich bin gespannt. Meinen großen Zylinder. Oh, es ist laut, Alter. Und warte. Ja, interagieren. Das war das Waschbecken gerade. Jetzt ist schlafen. Leute, ich drücke jetzt F. Ich drücke jetzt F und let's go. Ja. Es hat funktioniert, Leute. Wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. Sehr gut, wir sind drin. Nice, 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 nice. Ja, wir wachen auch auf. Leute, Leute, ich glaube, wir sind jetzt in der Bürgermeister-Suite. Oh mein Gott, wir sind jetzt hier drin. Wir sind drin. Alter, warte mal, wie viele Kisten hat der Typ hier? Alter Falter. Ist ja richtig reich, der Bürgermeister. Guck mal, einen schönen Spiegel hat er. Möbel. Und Leute, guck mal, ja, da ist die Doppeltür. Kriegen wir die auf? Warte mal. Nee, nee, Leute, wir sind auf der anderen Seite. Leute, ich aktiviere ganz normal eine Mod kurz mal, dass ich da durchfliegen kann. Ja, nur mal gucken, ob es die ist. Ja, Leute, es ist die Tür, ihr seht's, Leute. Das heißt, Xbox-Spieler und PlayStation-Spieler, ihr könnt auch hier rein. Und jetzt gucken wir mal, ob hier irgendein krasses Geheimnis ist. Leute, ich würde sagen, wir fangen jetzt hinten an. In dem letzten Zimmer anscheinend hier. Das ist Badezimmer. Oha, oha. Der Herr hat aber ein richtig großes Badezimmer. Was geht hier ab? Okay, hier ist kein Secret. Eine Dusche können wir anmachen. Ja, läuft. Erstmal eine Runde Duschenzylinder. Ja, ist kein Problem. Danke, Bro. Aus, aus, Wasser sparen. Ihr wisst Bescheid. Toilette interagieren. Guck mal, da ist eine Holztoilette hier. Let's go, let's go. Und guck mal, der hat rosa Klopapier. Ist das Dollar-Klopapier? Der scheint richtig rich. Ja, ja, nicht so furzen, wo die Dinger. Hände waschen, let's go. Ja, ja, genau, genau. Okay, Leute, hier ist anscheinend kein Secret. Da müssen wir jetzt mit leben. Hier ist keins. Ich erwarte doch eigentlich nicht, dass hier eins ist, aber ich irgendwann dahin muss. Wir gucken mal. Ich habe kurz meinen Mod aktiviert mit der Kamera. Da können wir überall schön durchfliegen. Von daher, meine Freunde, machen wir jetzt auch. Wir gucken jetzt mal hier kurz in den Schränken rein. Nein. Unterm Bett? Nein. Hinterm Fernseher vielleicht? Nein. Guck mal, hier ist so eine. Was ist das? So eine Kommode? Ist das eine Schatztruhe oder was ist das? Nee, da ist nichts drin. Nur einmal die vier Untersteller. Hier ist ein Schränkchen, da wird auch nichts drin. Dahinter ist auch nichts. Nee, hier auch nichts. Alles klar, Leute. Der Raum ist secret-frei. Hier ist nichts. Alles klar. Okay. So, jetzt sind wir im großen Raum, wo die Doppeltür ist. Jetzt haben wir coole Akten. Das habe ich noch gar nicht nirgendwo gesehen. Hier irgendwelche Aktenschränke. Und guck mal, ein schöner großer Schrank. Und der hat auch einen Drucker am Start hier. Alles klar. Leute, komm, wir gehen mal mit der Kamera jetzt mal rein. Ob wir da irgendwas finden, Leute. Gucken wir mal kurz. Hier ist nichts. Nein, nein. Leider nichts. Schade, schade. Okay, Leute, der Schrank. Da ist ein Schloss davor. Und ist hier was drin? Nope. Leider nicht. Alles schön leer. Schade. Okay, was ist da hier schön? Das war ein Telefon. Hier ist ein Buch. Hier ist ein Buch. Guck mal, das ist umgeklappt. Kann man das lesen? Warte mal. Kann man das lesen, das Buch? Guck mal kurz. Nee, da ist, glaube ich, nichts beschrieben. Guck mal kurz von unten rein. Nope, ist alles leer. Schade, schade. Alles klar. Er hat eine schöne Verwüstung gemacht hier. Wenn der Bürgermeister irgendwann hier reinkommen sollte, dann hat er erstmal schön verwüstetes Büro. Leute, nächsten Raum gucken, was da ist. Let's go. Okay, oh. Hier sind ganz viele Bücher. Ich, kann man irgendwas aktivieren hier? Irgendwas aktivieren? Guck kurz mal. Kann man nicht. Aber Leute, hier ist ein Safe. Hier ist ein Safe. Da kann ich auch leider nicht mitnehmen. Schade. Okay. Warte mal. Guck mal, ist hier irgendwas da am Start? Nee, nee, nee. Leute, wollen wir ein Safe reingucken? Meint ihr, da ist was? Wir gucken mal kurz. Ah, schade. Nichts am Start hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, wir sind im Bürgermeisterbüro eingebrochen. Quasi wir sind reingeschlafen sozusagen. Leider kein Secret. Aber guck mal, der hat auch eine mega Bar hier. Guck mal, mit Drinks und so. Alter Falter. Wobbly-Schnäpschen oder wie im Wobbly-Wasser natürlich. Wobbly-Wasser. Leute, das heißt, ihr könnt euch mit dem Betty durchglitschen. Habt ihr gesehen in der Küche unten. Macht's auf jeden Fall nach. Schreibt in den Kommentaren, ob es bei euch funktioniert hat. Aber Leute, wie kommen wir jetzt wieder raus hier? Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir sind jetzt hier ewig gefangen. Oh mein Gott, wie komme ich jetzt wieder raus? Aber Leute, es gibt einen coolen Trick. Wir drücken einfach Respawn. Respawn, let's go. Und yes, da sind wir. Alter, wo sind wir denn? An der Bushaltestelle. Bro, da wollte ich gar nicht hin.
Alles klar. Leute, damit würde ich sagen, haben wir ja erfolgreich den Einbruch absolviert im Bürgermeisterbüro. Das heißt, ihr müsst zur Küche gehen, wie ich gemacht habe, oben raufstellen und dann warten, bis es Nacht wird. Dann bei mir auf PC Taste F drücken und dann schlaft ihr und seid nächstes Mal im Bürgermeisterbüro. Leute, weil es mir gefallen hat, lasst hier ein Abo und ein Like am Start. Teilt meinen Kanal mit euren Freunden. Guckt bei den coolen Brawl Stars Kanal vorbei. Da spiele ich aktuell 4 Brawl Stars Videos bei Pommes Brawl Stars. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ciao.